diesen Monat bin ich pünktlich dran. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney Oktober Haul. Ja, ich bin gestern erst aus Disneyland Paris zurückgekommen, hundemüde. Es war ein wirklich anstrengendes Halloween-Wochenende, aber hatten trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und da ich am Donnerstag schon wieder in die Schweiz fahre, also ich bin dann schon in der Schweiz, wenn ihr das Video seht, muss ich direkt den Haul filmen, damit er auch dieses Mal pünktlich kommt und nicht so verspätet wie im Oktober, der September-Haul. Ja, ich bin etwas eskaliert wieder irgendwie im Oktober. Es ist wieder einiges dabei, also wirklich einiges. Und also diesmal wird es wirklich ein langer Haul. Wir haben 4 Spirit-Jerseys, wir haben zwei Yogamatten. So Krimskrams, ein Waffeleisen, eine Handtasche, Klamotten, also wirklich alles querbeet dabei und ich würde sagen, wir legen los. Ja, beginnen wir mit Primark. Einmal war die liebe Brina im Primark für mich in Kaiserslautern, also nicht nur für mich, auch für sich selbst. Und einmal waren wir in Val d'Europe im Primark, der ist ja direkt beim Disneyland Paris, 10 Minuten mit dem Auto vielleicht. Dann seid ihr in der Mall und da gibt es, wie gesagt, auch einen Primark. Und da waren wir vor der Halloween-Party und haben, ja, ich habe mir ein paar Sachen mitgenommen und die zeige ich euch jetzt. Einmal eine Yogamatte. Tatsächlich eine Yogamatte mit Minnie Maus drauf für 12 Euro. Ich versuche sie mal auszupacken. Ich hab ja am Anfang gesagt, 2 Yogamatten. Irgendwie hat Shop Disney auch noch eine Yogamatte rausgebracht. Ich weiß nicht, warum die auf einmal auf Yogamatten stehen. Aber why not? Und da ich ja jeden Morgen ein Sportprogramm absolviere und noch keine Disney-Yogamatte habe, dachte ich, warum nicht? So, da steht schon mal Minnie Maus drauf. Und cool, ich habe die noch nicht ausgepackt gesehen. Ja, und da oben haben wir auch nochmal Mini. Also, finde ich richtig cool, die Yogamatte. Jetzt muss ich sie erstmal wieder zusammenrollen. Eine Sekunde. Ist eben mal total chaotisch hier. Noch mehr Chaos wegen einer Yogamatte. So. Ja, dann geht es weiter mit den Sachen, die ich mir auch noch im Val d'Europe gekauft habe. Und danach kommen die Sachen, die Brina in Kaiserslautern für mich geshoppt hat. Ich habe mir noch hier diesen Kamin-Sims-Halter für diese Socken gekauft für 8 Euro. Er hat leider ein paar Macken. Sieht man hier. Aber ja, die Primark-Sachen sind halt nicht perfekt. Aber ich fand sie trotzdem so süß. Es waren ein paar mehr zur Auswahl, aber die haben irgendwie alle irgendwie eine Macke gehabt. Dann geht es weiter mit Christmas-Hausschuhen. Ich kann ja nicht ohne Hausschuhe leben und die habe ich mir jetzt gekauft. Die haben 7 Euro gekostet und ich habe ja so einen Hausschuhverschleiß. Irgendwann gehen die halt alle kaputt. Und deswegen habe ich mir die eingepackt. Dann gab es noch hier diese Handtasche für 16 Euro. Sieht ein bisschen aus wie ein Kulturbeutel, weil sie so groß ist. Aber hat ein großes Fach, wo man was reinpacken kann. Hier vorne noch ganz viele kleine Fächer. Also wirklich sehr praktisch für die Parks. Brina hat sich die auch gekauft. Ich hoffe nur, dass der Reißverschluss nicht so schnell nachgibt. Weil das ist immer das Problem bei den Primark-Handtaschen. Die Reißverschlüsse sind für die Tonne. Ja, kommen wir zum wahrscheinlich gerade beliebtesten Stück vom Primark. Also damit könnte Primark echt super viel Geld machen, wenn sie davon noch mehr produzieren würden. Ein Mickey-shaped Waffeleisen. Das ist heiß begehrt. Also ich habe es eigentlich von der Joy mitgebracht bekommen. Also Daniel, Brina und ich haben es, also Joy war im Primark in Essen. Und da gab es das Waffeleisen, dann hat sie es uns mitgebracht und zu Brina geschickt. Das eine, eins haben wir im Val d'Europe bekommen, eigentlich für Angie.
Aber Brina hat gesagt, dann nimm du das von Angie und ich gebe das, was dann per Post für dich kommt. Dann der Angie ist ja im Prinzip dasselbe Teil. Dann musst du nicht mal mitschleppen und du musst nicht warten, kannst direkt Waffeln machen. Ja, es gibt, also es ist nicht in jedem Primark vorhanden. Es ist auch gefühlt, also wir waren im Val d'Europe und ich habe eins gegriffen, das letzte, und die anderen waren schon alle weg. Also innerhalb von 5 Minuten waren alle ausverkauft. Es gibt noch einen Cake Pop Maker, den haben wir auch bei der Joy bestellt. Also bestellt, sie haben sie gekauft und bekommen. Die kommen dann auch noch irgendwann. Hat 26 € gekostet, das tolle Teil. Macht tatsächlich nur eine Waffel am Stück. Also man muss warten für ein paar Waffeln. Aber ich bin trotzdem happy, es zu haben. Ich habe ja damals mein amerikanisches verkauft wegen dem Strom, wegen den Spannungsdifferenzen. Und jetzt, ja, da sieht man es. Kann ich wieder Mickey-Waffeln machen. Ja, kommen wir zu den Sachen, die Brina in Kaiserslautern für mich geshoppt hat. Zweimal dieses Stickerheft hier. Muss ich aufpassen, dass mir nichts vom Schoß fällt. Eine Sekunde. Genau, da sind halt so ganz verschiedene Weihnachtssticker für Geschenke und Pakete. Und ja, wenn ich immer Insta-Sale mache oder Leuten was aus dem Disneyland mitbringe, klebe ich immer gerne Sticker auf die Pakete und zur Weihnachtszeit. Ja, finde ich die ganz süß. Haben jeweils 1,30 € gekostet. Dann gab es ein Ornament. Fand ich ganz cool für zum Fotos machen im Park, wenn wir da sind. Nächste Woche Freitag übrigens, 12. November, sind wir wieder da im Disneyland. Genau, das fand ich wirklich süß. Hat 3 € gekostet, also kann man nichts sagen. Dann gab es eine Lichterkette mit Mickey und Minnie für 9 €. Ich mal irgendwann mal auspacken und gucken, wie sie leuchten. Dann gab es einen kleinen Geldbeutel für 6 €. Der passt sehr gut zu der Handtasche, die ich euch eben gezeigt habe. Und ich finde die Größe auch perfekt für Parks. Da kann man Scheine reintun, Münzen und noch ein paar Karten. Aber ja, ich finde die Größe echt perfekt. Und auch für Florida wird das ein sehr praktischer kleiner Geldbeutel sein. Dann gab es einmal Geschenkpapier für 2 € mit Mickey Sorcerer drauf. Kann man für Weihnachten benutzen, aber finde ich, muss man jetzt auch nicht unbedingt. Dann gab es den Polunder, den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt im Primark Haul. Aber der war mir tatsächlich zu groß in L und deswegen hat mir Brina jetzt nochmal M mitgebracht. Also im Prinzip, ja, 16 €, aber ich habe den anderen in L jetzt gerade eben bei Instagram verkauft. Und ja, deswegen einmal ein Austausch im Prinzip. Und dann zu guter Letzt gab es noch einen weißen Cardigan für 20 €. Hier habt ihr mal Mickey Maus stehen. Und hier unten ist auch noch irgendwo eine Mickey. Ja, da seht ihr sie. Ja, das waren alle Sachen aus dem Primark. Kommen wir zu den Sachen, wo ich nur aus einzelnen Shops was habe. Und zwar einmal gibt es diese Ohrringe. Einmal bei C&A und auch bei Rossmann. Habe ich bei einigen auch in der Story gesehen. Ich habe sie von C&A. Eine liebe Followerin bei Instagram hat sie mir gekauft und zugeschickt. Die haben 10 € gekostet und perfekt für die Christmas Season nächste Woche. Dann, ja, ich habe lange mit mir gehadert, ob ich mir dieses Teil kaufen soll. Aber als es dann bei EMP online kam und ja, mit Daniels EMP-Code könnt ihr ja 15% sparen. Und ja, dann habe ich gesagt, da habe ich zugeschlagen, gesagt, ja, komm, du holst sie dir, weil ich habe noch keine Halloween-Umhängetasche und ja. Dann bin ich doch schwach geworden, hatte ich sie jetzt auch dabei und gestern getragen am Wochenende. Das Gesicht leuchtet auch im Dunkeln. Die Verarbeitung, naja, wenn man es genauer hinsieht, hier lösen sich überall schon mal so Fäden, muss man halt alle mal abschneiden. Hier und hier vorne. Und hier beim Tragen ist es auch ein bisschen schwierig, die zuzumachen, wegen dieser runden Form und dieses, dass man es so zumacht. Aber ja, ich konnte nicht widerstehen. Mit Rabatt habe ich dann jetzt, glaube ich, 66 € für die bezahlt. Aber dann habe ich sie jetzt auch für die nächsten Jahre und muss nicht immer neue Umhängetaschen kaufen. Ich habe tatsächlich noch keine Christmas-Umhängetasche. Ich hoffe, es kommt keine.
Besser für meinen Geldbeutel. Ja, und dann war ich ja noch in Valderob im Obeck. Ich weiß nicht, ob ihr meine alten Hauls schon gesehen habt. Da habe ich tatsächlich schon ganz viele Taschen von Obeck gekauft. Und den Laden gibt es ja bei uns nicht mehr. Den gab es bei uns im Einkaufszentrum. Den haben sie aber leider geschlossen. Deswegen kann ich mir jetzt nicht die neuen Add-ons für Handtaschen oder komplett neue Handtaschen kaufen. Deswegen im Valderob gibt es noch einen. Habe ich mir jetzt einmal hier dieses Cover gekauft. Ich zeige euch mal, das ist jetzt die Tasche, die ich schon habe. Also einmal mit, ne? Das ist sozusagen der Body. Und das hier kann man austauschen, diesen Cover. Und dann kann man das variieren. Und dann habe ich mir jetzt halt dieses dezente Mini-Cover gekauft. Kann man dann hier so drüber machen und dann, ja. Ihr versteht das Prinzip. Das habe ich mir einmal gekauft bei Oberg. Und für meine größeren Taschen, da habe ich auch zwei von, ein neues Futter. Und zwar, ist mal so schlecht, ich packe es mal aus. Ja, dieses dunkle Mini-Futter. Ich habe ein helles Mickey-Futter, also in weiß, aber noch kein dunkles mit Mini. Ja, die zwei Sachen habe ich mir im Obeck gekauft. Ich bin ja da nicht so oft. Huch, sind jetzt hier runtergefallen? Weiß man nicht so genau. Ja, ich bin nicht so oft bei im Valderob und bei Obeck, deswegen habe ich die Sachen jetzt mal mitgenommen. Und für die beiden Sachen habe ich 72 Euro bezahlt. Kommen wir zu einer Kooperation mit Pampling. Pampling hat mir wieder einige T-Shirts zugeschickt, passend zur Halloween-Season, die ja jetzt eigentlich fast vorbei ist. Aber die T-Shirts kann man natürlich auch so tragen, wenn man zum Beispiel ein Villains-Fan ist oder so. Kann man die jetzt auch schön tragen. Und ich finde, die kann man auch super kombinieren mit einem Blazer oder so. Ja, ich zeige euch schnell die T-Shirts, die ich bekommen habe. Ich bestelle meistens Größe L für die taillierte, also für die Damenversion, die sind etwas taillierter, würde ich ja so normale Größe oder eine Größe größer bestellen. Und wenn ihr die Unisex-Größe bestellt, würde ich dann bei eine Nummer kleiner wählen, weil das ja auch für Herren geeignet ist. Ja, also einmal gab es hier dieses coole Evil Queen T-Shirt. Schaut mal, wie böse sie guckt. Ja, ja, nicht in den Apfel beißen. Dann gab es ein Maleficent-T-Shirt, das hatte ich jetzt auch mal im Park an. Mit der typisch grünen Farbe von Maleficent und dem Drachen hier unten. Also ich liebe die Details, wirklich sehr cool. Dann gab es ein Jack Skeleton-T-Shirt mit Sweet Dreams. Sehr spooky. Und dann gab es noch ein Evil Queen T-Shirt. Ich mag auch hier die Details. Sehr schick. Genau, also wenn ihr Interesse habt an irgendeinem T-Shirt, schaut gerne bei Pampling vorbei. Mit dem Code MONIMAUS20 bekommt ihr zurzeit ein paar Socken gratis. Ich packe euch auch den Link unten in die Infobox. Machen wir weiter mit Disneyland Paris. Im Oktober war ich im Prinzip zweimal da. Einmal am Anfang zum Start von Halloween und jetzt nochmal am Ende. Das heißt, es ist einiges zusammengekommen. Und am Ende kommt noch einiges von Shop Disney. Ja, ja. Also diesen Monat bin ich echt oft schwach geworden. Aber das kompensiert den letzten Monat. Da habe ich ja nicht so viel gekauft. Und man muss dazu sagen, ich habe ja 4 Spirit Jerseys neu. Aber 3 habe ich beim Insta-Sale verkauft. Ja. Man muss ja auch die positiven Seiten sehen, ne? Ja, fangen wir an mit den Sachen, die ich am Anfang Oktober im Park gekauft habe. Das waren tatsächlich nicht so viele Sachen. Ich gucke nochmal gerade. Ne, es waren nur 2 Sachen. Und zwar einmal dieser Mickey Schneemann. Ist der nicht süß? Es ist eigentlich ein Keksdosenhalter. Und ich guck mal, ich habe den noch gar nicht aufgemacht. Ich sage euch erstmal, also der hat 16 Euro gekostet. Und ich weiß gar nicht, wie man den aufkriegt. Ich glaube, man muss am Kopf drehen. Aber ich bin mir jetzt... Ah ne, man muss unten drehen. Ja, also, da sind so Baiser-Kekse drin. Die kann man natürlich dann rausnehmen und dann kann man da halt eine Lichterkette oder halt so als Deko irgendwo hinstellen. Aber, also, ne, als Deko ist der so süß.
Richtig knuffig. Und den gab es ja auch bei meinem 3K-YouTube-Gewinnspiel zu gewinnen. Super knuffig. Und dann gab es hier diese Mütze für 20 Euro. Was steht hier? Das ist in Paris. Hat überall so kleine Mickeys drauf. Und das Highlight. Man kann oben seinen Zopf durchstecken. Hier gibt es auch ein Demonstrationsbild. Und bevor ich diese Mütze im Disneyland gesehen habe, habe ich sie nirgends, also ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Dann haben mir einige geschrieben, das gibt es doch schon lange. Ach, ist schon wieder Schnee von gestern. Da habe ich gesagt, ja, ich habe es noch nicht mitbekommen. Bei mir ist diese Mütze noch nie angekommen. Jetzt aber in Disneyland. Ja, und jetzt gibt es auch noch die Disney-Version. Deswegen musste ich mir die kaufen, denn ich trage auch im Winter oft gerne die Haare zusammen. Und ich finde, das sieht dann immer doof aus, wenn dann hier nur so ein Knubbel ist. Deswegen, ja, super perfekte Idee. Und das waren die zwei Sachen, die ich Anfang Oktober gekauft habe. Jetzt kommen die Sachen, die ich jetzt am Wochenende gekauft habe. Das waren ein paar mehr, muss ich sagen. Ein paar Halloween-Sachen noch und auch ein paar Christmas-Sachen. Ich muss das erstmal alles hier aufheben vom Boden, um euch das alles zu zeigen. Fangen wir mit den Halloween-Sachen an. Einmal diese schöne Tasse. Wer meine Hauls verfolgt, ihr seht, darf nicht so hingucken. Mein Nagel ist eben abgefallen und ich bin zu faul, den nachzukleben. Ja, das ist Reality. Das ist die Realität. Manchmal habe ich keine Lust dazu. Auch nicht, wenn ich einen Haul drehe. Weil ich habe auch Zeitdruck. Ich muss ja am Donnerstag schon wieder weg. Ja, also es gab einmal diese Halloween-Tasse. Happy Halloween steht drauf, Disneyland Paris. Und die hat 13 Euro gekostet. Bei den ganzen Sachen aus dem Disneyland natürlich habe ich 20% Rabatt bekommen. Wegen der Jahreskarte. Und ich sammle ja, also ich bin jetzt nicht der große Tassenkäufer. Ich kaufe wirklich nur Tassen, die mir wirklich, wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Ich habe auch beim Insta-Sale wieder ein paar rausgeschmissen, damit die Platz hat, weil ich habe echt keinen Platz mehr für Tassen. Dann gab es die Villains-Umhängetasche. Finde ich richtig cool. Meine erste Villains-Tasche. Die hat ohne Rabatt 40 Euro gekostet und hat hier Maleficent, Cruella und Ursula drauf. Und hinten steht Disneyland Paris Collection. Ist auch schon ein bisschen dreckig geworden. Ich glaube von meinem Mantel oder so. Aber das ist halt so. Ich habe sie auch getragen. Und dann gab es das Villains Kleid. Das war tatsächlich etwas teurer. Ihr seht, es ist so Bordeaux-farben. Es hat, soweit meines Wissens, glaube ich, 80 Euro gekostet. Ja, 80 Euro. Hat überall die Villains, hier Cruella und ich muss selbst mal gucken, Ursula, die Evil Queen, Maleficent müsste auch irgendwo noch sein. Ja. Und es ist halt, wenn man es trägt, nicht so Disney in your face. Deswegen fand ich das wirklich sehr cool. Ja, dann kommen wir zu einer sehr witzigen Sache, die ich euch gleich natürlich auch noch demonstrieren werde, falls ihr meine Vlogs nicht gesehen habt. Es gab einen Kopfregenschirm. Wir standen bei Jack Skeleton an und haben jemanden damit gesehen und dachten, boah, wie geil ist das denn? Das ist bestimmt aus Asien, weil es geregnet hat. Und dann war Brina im Frontierland Shop und hat gesehen, dass man die kaufen kann. Ja. Man sieht total dämlich aus, aber ich finde das so geil. Ich bin da so nützlich. Hat 10 Euro gekostet und why not? Ich finde die einfach mega witzig. Man muss aber damit rechnen, dass die Frisur danach zerstört ist. Ja, weiter geht's mit den Christmas-Sachen. Dann habe ich mir hier diese Mütze gekauft. Diese Christmas-Mütze. Ja, ich hatte eine von vor 2 Jahren. Aber die habe ich auch beim Insta-Sale verkauft, weil die hier mir doch besser gefallen hat. Die hat nämlich größere Mickeys und ist offensichtlicher. Die hat auch 20 Euro gekostet. Christmas is here. Dann gab es einen Tee-Adventskalender. Ich liebe ja Tee. Und ja, es gab ja 2 verschiedene Adventskalender. Einmal den hier und einmal den mit Schokolade. Ich habe mich für den Tee-Adventskalender entschieden. Für schlappe 20 Euro. Für Tee.
Aber ich teste, ich bin gerade sehr überbelichtet. Geht, oder? Wieder? Dann gab es diese Christmas-Einkaufstasche für 6 Euro, glaube ich, war das. Ja, 6 Euro hier mit Mickey, Minnie, Goofy, Pluto, Chippendale und Donald und einem kleinen Schloss. Und hinten steht auch nochmal Disneyland Paris. Ich mag auch diese neue Aufschrift, die sie dieses Jahr haben. Da ist dieser auch im Schneemann auf der Tüte und auf dem Spirit Jersey. Da ist er. Hart erkämpft, sage ich euch. Hart erkämpft. Wer den Vlog nicht gesehen hat, erzähle ich nochmal kurz die Geschichte. Ja, der wurde ja, ich glaube, vor circa 2-3 Wochen ist er rausgekommen und ich dachte, ja, Ende Oktober ist er da. Das sollte ja reichen, um den zu kaufen. Komme ich in den Park, ausverkauft. Wir haben den im Park nicht mehr. Und ich so, total verzweifelt. Ich so, nein, jetzt kriege ich den Spirit Jersey nicht mehr. Dann hat mir eine liebe Followerin geschrieben, dass es den wohl noch im Newport Bay Shop gibt. Also in dem Hotel. Ich überlegt, okay, laufe zum Newport Bay. Den ganzen Weg durchs Village zum Newport Bay, um den Spirit Jersey zu bekommen. Ich musste den auch noch für andere Menschen mitbringen. Und da war er. Habe einen sehr weiten Weg auf mich genommen für diesen Spirit Jersey. Einmal zum Newport und zurück. Und dann musste ich den ganzen Tag diese ganzen Spirit Jerseys mit mir rumschleppen. Es war der Horror. Aber dafür hat es gelohnt. Der ist einfach wunderschön. Hat wie immer 60 Euro gekostet. Und ich zeige euch nochmal hinten, wie es aussieht. Es ist einfach wunderschön. Und der kommt auf jeden Fall nächstes Wochenende mit. Ja, das war alles aus dem Disney in Paris. Und jetzt kommen wir zu Shop Disney. Da bin ich auch ein bisschen eskaliert. Fangen wir mit dem Jersey an, den ich zuerst bestellt hatte. Also Spirit Jerseys gab es im Oktober sehr viele. Einmal der Oogie Boogie Spirit Jersey. Hier steht Frightfully Fun. Hinten steht Oogie Boogie. Und diese Schrift ist so unglaublich schwer. Oogie Boogie. Und ihr habt überall noch sein Grinsen auf dem Jersey. Ich weiß nicht, ob der auch 60 Euro war. Die Preise bei Shop Disney variieren gerade so zwischen, kann auch 65 Euro gewesen sein. Also die Preise variieren von den Jerseys zwischen von 65 bis 72, 75 Euro. Diese Walt Disney World Spirit Jerseys sind ja alle teurer. Also ich schätze, ich glaube, der war 65 Euro. Dann gab es den, hier fällt schon alles runter, Maleficent Jersey. Der war, glaube ich, der war auch 65 Euro. Ja, hier habt ihr Maleficent, hier vorne ist Maleficent. Den hatte ich ja jetzt auch am Samstag im Park an. Und hinten steht nochmal Groß Maleficent. Und da ist auch nochmal der Drache zu sehen. Ja, ist jetzt mein zweiter Maleficent Jersey. Ich wusste ja nicht, dass Shop Disney noch einen rausbringt, sonst hätte ich den aus Amerika nicht bestellt. Aber man weiß es halt nicht, was Shop Disney alles rausbringt und was man jetzt in Amerika sich bestellen sollte oder worauf man warten sollte. Ja, und dann gab es noch einen neuen 50. Geburtstag Spirit Jersey von Walt Disney World mit in diesem lila Ton. Mit diesem Schloss hier vorne. Die Kamera mag heute nicht. Also vorne gibt es das Walt Disney World Schloss in so einem Holo. Und diese Aufschrift gefällt mir tatsächlich bisher am besten von Walt Disney World. Sonst ist es ja immer diese andere Aufschrift mit diesem Viereck mit der Mickey drin. Die muss ich sagen, finde ich nicht so schön. Hier, die finde ich viel schöner, weil das ja auch die originale Disney-Schrift ist. Und das ist auch sehr ähnlich zu der Disneyland Paris-Schrift. Deswegen finde ich die sehr schön und hat auch dieses Holo. Ja, der war tatsächlich teurer. Der hat 72 Euro gekostet. Also die Walt Disney World Spirit Jerseys sind halt teurer, weil die auch in den USA tatsächlich teurer sind und die Preise werden halt einfach übernommen. Dann gab es, was gab es noch? Einiges. Es gab zwei Christmas-Sachen. Und zwar einmal dieses, ja, falsch rum. Eine Sekunde, ich muss es drehen. Ja, einmal dieses Hemd von Shop Disney, dieses Weihnachtshemd. Habe mich auch ein bisschen schwer darin verliebt, muss ich sagen. Hier vorne steht Seasons Greetings, World's Holiday Lodge. Und hinten ist das Highlight, und zwar Mickey als, ne, es ist nicht Weihnachtsmann, aber Mickey im Weihnachts-Winter-Outfit.
Und unten steht Holiday Lodge und es sieht einfach super schön weihnachtlich aus. Und es hat da so einen Flanellstoff. Also ja, habe mich direkt darin verliebt. Achso, was hat das gekostet? Das möchte ich gar nicht sagen. 50 Euro, aber ich glaube, ich hatte 20% Rabatt bei Shop. Ja, ich hatte auf jeden Fall Rabatt bei dem Hemd. Ich habe bei manchen Sachen Rabatt, weil die hatten wieder so oft Rabattaktionen. Und dann gab es die Lichterkette, die war auch rabattiert dazu, dabei, für eigentlich 15 Euro. Die leuchtet, aber, also, ne, es ist eigentlich, man sieht jetzt, also das wird man in der Kamera überhaupt nicht sehen. Eigentlich ist da so eine Mickey drin, die dann, ja, so ein Mickey-Shape, also so ganz leichte Mickey. Aber das sieht man jetzt in der Kamera nicht. Aber tatsächlich die... Oder habe ich noch eine... Ich habe, glaube ich, keine Christmas-Lichterkette vom letzten Jahr. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich jetzt letztes Jahr meine gekauft habe. Wenn, dann ist sie in den Kisten im Keller. Ja, dann gab es irgendwie einen Schlüssel. Einen Dumbo-Schlüssel. Ja, da ist er. Der Dumbo-Schlüssel. Zum 80. Jubiläum. Ich weiß gar nicht, was ich dazu bestellt habe. Irgendwas habe ich dazu bestellt. Dann gab es Walt Disney World Ohren vom 30. Geburtstag für schlappe 35 Euro. Ja, die Amerika-Ohren sind auch immer ein bisschen teurer. Weil die Charaktere sind sehr süß. Dann gab es noch eine Lichterkette. Die gab es aber tatsächlich gratis. Die hätte eigentlich normale Preis 15 Euro gekostet, aber die gab es ab einem Warenwert von 50 Euro, glaube ich, gratis dazu. Auch wirklich super süß, ist meine zweite Halloween-Lichterkette. Ja, dann meine zweite Yogamatte, ich habe es ja erwähnt. Da ist sie, die packe ich jetzt aber nicht aus. Da habe ich hier wieder Chaos. Und zwar die Winnie-Pooh-Yogamatte und die war auch reduziert, deswegen habe ich sie bestellt, weil für 28 Euro fand ich es ein bisschen teuer. Aber ich zeige euch mal das Bild. Sieht man das? Erkennt man das? Ja, es ist eine... Oh, das war auf dem Kopf. Moment. Nochmal. Ja, jetzt sieht man es. Da ist Winnie Pooh drauf und da steht irgendwas. Was steht da? A good thing to do. Ja, ist immer gut, Sport zu machen, ne? Ja, also die Yogamatte gab es, ich glaube, im Sale jetzt für 20 Euro. So um den Dreh. Huch. Und dann kam ja noch die Ariel Collection, die... Castle Collection raus, so hieß es. Ja, da musste ja wieder der Pin her. Ich habe ja den Rahmen. Das ist hier der. Für 25 Euro. Und da ich das Ornament so schön fand, aber ich habe es tatsächlich nicht bekommen, habe dann bei Instagram gefragt, ob es jemand zweimal bestellt hat oder nicht haben möchte. Und dann hat sich jemand gemeldet und ja, die hat es mir dann zugeschickt. Ich finde es sehr schön, das Ornament. Daniel meint, sieht aus ein bisschen wie so ein Aquariumstück, aber ist halt Ariel, ne? Was soll man machen? Ist halt ein Ariel-Ornament. Ich finde es sehr schön. Ja, Merida ist jetzt gestern rausgekommen, also am 1. November. Und da habe ich nur, musste ich ja den Pin bestellen. Ich finde die Kollektion aber sehr, sehr, sehr hässlich. Den Pin werdet ihr dann sehen. Ich finde, das sieht aus wie ein Silo. Aber, ja... Muss man mögen, aber das Ornament ist tatsächlich auch noch verfügbar, also ist wohl anscheinend nicht so begehrt, die Kollektion. Ja, und das war's auch schon wieder von meinem Haul. Wie gesagt, ich habe bis in den September kompensieren müssen. Bisschen eskaliert. Ich hoffe, dass ich nächstes Wochenende im Disneyland nicht so viel kaufe, weil, ja, ich denke nicht, dass so viel neues Christmas-Merch kommen wird. Die haben schon sehr, sehr viel draußen. Ornamente brauche ich keine, habe ich genug. Deswegen, also... Ich denke, nächstes Wochenende wird nicht so viel gekauft. Ich hoffe es auf jeden Fall für meinen Geldbeutel. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat der Vlog, sag ich schon. Ich bin noch von gestern drin. Der Haul gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar und ein Abonnement. Und ja, wir sehen uns dann als nächstes wieder im Disneyland zur Christmas Season. Ich freue mich auf euch.